So, YouTube, hallo, hallo und herzlich willkommen zu Work and Resources. Ja, wir haben einen Stau. Ich weiß gar nicht wo und warum. Weil er hier... Oh, weil die Tankstellen alle sind. Ja, da, seht ihr, da geht's los. Einmal nicht hingeguckt. Ich würde sagen, wir geben Strom rauf. Und weil wir Strom raufgeben, haben die Tankstellen, die anderen dann, nämlich Strom. Da ist die echt schon alle gelaufen. Das ging ja echt ratzfatz. Wir haben nämlich gerade mal Januar. Das hat nicht mal einen Monat gehalten. Damit habe ich natürlich nicht gerechnet. Deswegen sind die Häuser auch nicht fertig geworden. Das ist der Nachteil, wenn man diesen Schnellmodus anhat. Dann vergeht die Zeit und man kriegt viele Sachen vielleicht gar nicht mit, die man vielleicht mitkriegen sollte. So. Die Wohnhäuser sind da. Jetzt fehlen zwei, drei kleine Dinge noch, um starten zu können. Also erstmal brauchen wir einen großen LKW nochmal. Warum ist das hier nicht fertig? Und warum ist das nicht fertig? Bauämter. Ich hoffe, ihr kümmert euch da aber auch drum. Weil das ist schon seit Monaten so. Ich glaube, das wird nicht mehr gebaut. Kann das sein? Haben wir noch irgendwie so unfertige Sachen? Kann ich den Bau stoppen und wieder aufnehmen? Sind Fahrzeuge auf dem Weg? Nee, es sind nämlich auch keine Fahrzeuge auf dem Weg. Bau aussetzen, Bau starten. Bauämter zugewiesen. Keine Bauämter in Reichweite. Ach, ich weiß warum. Da ist ein Weg weggegangen. Warum ist denn der Weg weggegangen? Alles klar. Ja, dann können die ja auch nicht bauen. Das sieht man halt auf diesen scheiß Boden einfach gar nicht. Okay. Ja. Großen LKW können wir aber kaufen. Jetzt, wo ich das gesehen habe. Dann müssen wir darauf eh warten, bis das fertig ist. Und zwar mit abgedeckter Ladefläche und dann würde ich sagen den großen oder den hier. Ich würde fast sagen den hier und davon zwei. Weil dann können wir das später hier abändern und wir haben hier ja eine Zweier Transportfläche. Hier Menge begrenzen. Man kann hier übrigens draufklicken. Nicht? Da muss man nicht alles eintippen. Aber aufpassen, wenn ihr euch hier vertippt, stürzt das Spiel ab und an ab. Also die Eingabemaske hat es in sich. Also, wir wollen nur Kleidung speichern. Hier nur Stoff. Achso, die müssen ja jetzt zur nächsten Tankstelle fahren. Aber da ist ja schon überall was drin. Das Gebäude hat noch keinen Strom. Warum hast du keinen Strom? Weil du keinen Strom hast. Warum hast du keinen Strom? Weil ich vergessen habe, ein Stromkabel zu ziehen. Jawollo! Ja, das ist ja ein super Anfang. Okay, wir müssen hier erstmal... Hier sagt er nicht, wie tief. 3, 6, 9. Oh. Dann hier rüber. Und dann geht's hoch. Wunderbar. Okay. Das Fleisch gammelt inzwischen. Aber egal. Die Fahrzeuge stehen hier und müssen nicht unnötig fahren. Das ist schon mal gut. Die haben auch Strom und Treibstoff. Also die kriegen Strom dann. Hier. Wir wollten Stoff hinliefern lassen. Und ich würde sagen, wir machen das am Anfang erstmal so. Wir wollen uns beladen mit Stoff. Wir wollen uns entladen mit Kleidung.
Wir fahren hier hin und entladen den Stoff. Wir warten aber bis leer. Laden uns hier dann mit Kleidung. Wir warten aber nicht, bis wir voll sind. Und dann starten wir. Dann müssen wir nur gucken, wenn der Stoff voll laufen würde. Dass wir das da dann irgendwie regeln. So, dann läuft hier nämlich jetzt auch schon mal Strom rein. Stoff rein. So, die Fabriken sind dann auch hoffentlich beliefert. Dann brauchen wir noch einen kleinen. Da würde ich mal einen Bus nehmen. Einen größeren, den wir einsetzen wollen. Welchen Bus wollen wir denn nehmen? Also das sind immer meine Stadtbusse. Ich weiß nicht warum. Aber für die Fabrik, da müssen ja viele hin. 80 Leute. Dann kaufen wir den großen. Kaufen wir die diesmal? Für die Fabriken. Erstmal ein. Weil wir müssen mit dem einen was ganz Besonderes machen. Und normal im Moment sagt, mein Bild-Upload und Management-Löschen für mein Warenwirtschaftssystem funktioniert endlich. War das nicht neu schon funktional? Was? Nee, da hattest du was anderes, was ging, nicht? Ich muss sagen, ich verrenne mich in sowas immer und krieg dann Sachen nicht fertig. Von daher habe ich einfach aufgegeben, privat zu programmieren. Das macht halt auch einfach keinen Sinn. Kiesfläche. Oh, wir können ja hier noch ein bisschen Kiesfläche reingeben. So. Bis hier. Nee, das ist falsch. Das ist besser. Hier nur bis dort. Hier fehlt noch eine Strecke, deswegen gibt es da nichts. Hier könnten wir es noch machen. Ja, erstmal nur bis hier. Und hier noch. Bis dort. Und vielleicht von hier nach da und von hier nach da. So. Das sieht doch schon halbwegs vernünftig dann aus. Doppeldeckerbusse aus dem Westen brauchen wir aber nicht. Wir haben hier alles, was wir wollen. So, und mit diesem Bus werden wir einmalig Arbeiter holen und einmalig Arbeiter dort entladen, damit wir Wasser haben. Was fehlte hier für Wasser? Ich sehe es gerade. Ein ganz kleiner abgedeckter LKW, der Chemikalien transportiert. Nicht zu wenig, aber auch nicht zu viel. So, 1,2. Ja, komm. Gibt es den auch in einer anderen Farbe? Blau? Blau für Wasser. Sehr gut. Oder Chemikalien. Dann weiß ich, dass er zum Wasserwerk fährt. Ich färbe die Sachen immer ganz gerne ein, sodass sie thematisch zueinander passen. Die ersten Stoffe sind da. Das Gebäude hat kein Trinkwasser. Ja, okay, stimmt ja. So, die ersten Arbeiter arbeiten. Die Quelle sendet keine Ressourcen. Achso, weil keine Chemikalien da sind. Korrekt. Da habe ich einmal zu teure Arbeiter eingekauft. Nee, er soll dahin fahren. So. Und jetzt braucht er eigentlich nicht mehr fahren. Er hat 77 Arbeiter. Ah, shit. Okay, wartet mal. Die 77 Arbeiter, die werden wir jetzt einfach ins hierhin fahren lassen.
Auch wenn da nur 15 rein können. Aber wäre ja schade um die Arbeiter, nicht wahr? Okay, das heißt aber, hier ist Wasser drin. Zielspeicher sind voll. Ja, kann durchaus sein. Keine Arbeiter, das ist okay. Wir haben aber 48 Liter Wasser. Das könnte also passen. Wir haben... Preisniveau senken wir mal. Wir haben Kleidung, Nahrung. Abwasser. Immer noch kein Strom. Okay. Auf das Kabel müssen wir warten. Ohne das geht nichts. Neuer Fahrzeugtyp. Jetzt hat er gar keine Arbeiter mehr drin gehabt, oder was? Hä? Entladen! Mann! So. Haben die Arbeiter wenigstens noch was gemacht? Ja, okay. Die anderen sechs, die können gleich nach Hause gehen. Ist egal. Dann können wir eigentlich, wartet mal, den Bus von der Linie theoretisch entfernen. Wir sagen, du startest hier, belädst dich mit Arbeitskräften. Ach so, Kindergarten fehlt noch. Hab mich nicht erinnert. Kindergarten fehlt noch. Okay, aber das ist kein Problem. Also, wir beladen uns hier mit Arbeitern und wir möchten die gerne hier entladen. Zack, und dafür kann das, der halt weg. Der halt kann weg. Der halt kann weg. Und gut ist. So, der kann das ansteuern. Der kann das andere ansteuern. Einsteigen, entladen. Okay. Kindergarten fehlt. Die ganze Zeit denke ich dran und dann vergesse ich es einfach. Ich würde sagen, wir nehmen schon den 180er Kindergarten. Hier kommen alle von denen dran. Theoretisch, wenn wir hier vorne noch Häuser bauen, könnten wir den auch hier hinsetzen. Und davor vielleicht die Schule eher. Das wäre vielleicht eine sinnvolle Maßnahme. So, hier lasse ich frei, falls wir irgendwann die Autobahn umplanen oder Schienen etc. machen müssen. Das wird schon passen. Das hat ja mal wirklich super gepasst. Dann können wir gleich nämlich Rollfeld runter machen. Wegen so einem Schickimicki vergesse ich, oder Kies, vergesse ich durchaus manchmal andere Sachen. Wie Kindergärten zu bauen. Okay, also wir brauchen eine Schule. Schule, 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 Schule. Und welche nehmen wir da? Wir hatten ausgerechnet, nicht? 100 Arbeiter sind da drin. Oder mehr? 110. 100, 200, 300, 400, 500 Arbeiter und ein Drittel sind Kinder. So, 500, 250 in etwa, 125, 200 Kinder. Also wäre schon die Schule... sinnvoll, wenn die ein bisschen größer wäre. So eine 360er könnte aber zu viel sein. Andererseits könnten wir eine größere bauen und Kinder von woanders dahin fahren lassen. Oder wir bauen halt diese 50er Jahre Schule oder die Vanilla School. Die würde hier natürlich besser hinpassen. So eine. So als Abschluss, wenn man in die Stadt fährt. Dann weiß man, die Stadt beginnt. Und Sportfelder vielleicht noch dahinter. Okay, aber dann braucht der Kindergarten extra Platz. Wartet.
dann wäre vielleicht die Schule hier mit dem Haus visuell besser beraten. Weil da geht auch eine Straße lang. Andererseits ist da auch schon eine Bushaltestelle. Falls ich doch sage irgendwann, die könnten da hinfahren. Okay, machen wir es. Wie sagt immer Picasso? Make it so. Und dann make it so wie it. Plonksi. Fast gerade. Irgendwann hat man auch gar keinen Bock mehr, das gerade zu bauen oder nicht gerade zu bauen. Irgendwas hier gefällt mir nicht dran. Wäre gut, wenn die auf der Seite einen Anschluss hätte. Zu dieser Bushaltestelle. Da kommen wir leider nicht ran. Wartet mal, wenn wir zuerst das machen. Manchmal geht das, wenn man die Reihenfolge ändert. Hahaha. Ausgetrickst. Aber da können wir nicht gerade ran. Ja. Und dann hätten wir die Schule mit Anschluss und dann... Achso, ein Gym hatten wir ja. Da heißt, damit sind sie theoretisch versorgt. Aber ich habe komplett die Sportplätze vergessen. Und dann machen wir doch hier einfach so einen wunderschönen Sportplatz ran. Das sieht dann wie ein Schulhof aus. Und in die Siedlung können wir noch so ein Basketball- und Volleyballfeld hinsetzen. Vielleicht hier genau daneben. Wer wohnt nicht gerne neben lauten Spielplätzen, die zu dicht an den Gebäuden gebaut wurden? Ich liebe es. Und dann den Kindergarten. Schlussendlich. So, und beim Kindergarten... Oh, ich weiß gar nicht, wie viele Kinder das waren, aber ich glaube... Ein Viertel maximal, nicht? Das heißt, da aber auch nur die hier ran müssen, reicht echt der Kleine. Wenn ich den hier oben hinsetze, kriegen wir keinen Anschluss dran. Also erstmal läuft der Weg hier lang. Longs. Die könnten nach so raus. Da komme ich echt nicht ran wegen der Müllsache. Und dann... Ah, und wegen der... Ah, shit. Könnte ich jetzt hier ran? Ha. Dann könnte ich den Kindergarten mit dem Müllplatz verbinden. Weil ich glaube, für die Schule und den Kindergarten brauche ich eh einen separaten Müllplatz. Davon mal abgesehen. Okay. Den Kindergarten. Wenn ich den hier hinbaue, kriegt auch das Haus da vorne den gerade so mit. Was ist, wenn ich den so setze? Auch noch. Dann könnte der größer werden, wenn wir nach rechts nämlich auch Häuser bauen. Kindergarten. Die ich habe, sind ein bisschen kleiner. Dann nehmen wir den großen. So. Und dann kann dahinter, es gibt so neue Sachen. Ich glaube, das sind Monumente und zwar Kinderspielplätze. Und dann würde ich hier hinter einfach noch einen Kinderspielplatz setzen. Die kennen wir halt noch nicht und wissen nicht, wie die aussehen. Von daher bauen wir die einfach. Außerdem, was wir noch gar nicht gebaut haben, ist was für Regierungsloyalität.
Und wir wollten doch hier vor dem Kino eventuell einen Brunnen platzieren. Okay. Obwohl ich viel Platz gelassen habe, nicht? Man sieht, der Platz reicht halt trotzdem nicht. Also den hier könnten wir bauen, aber die haben keine Regierungsloyalität. Das ist ja blöd. Es gibt hässliche Brunnen, die haben Regierungsloyalität, aber die gefallen mir halt echt nicht. Aber hier im Brunnen fände ich schon schön. Okay, und dann noch ein paar andere Sachen. Haben wir uns sicher, können wir noch nicht bauen. Die ewige Flamme nicht. So eine Statue oder sowas. Hier gerade bei den Kindern irgendwie, wo die täglich vorbeilaufen. Gut, vielleicht nicht gerade an dem Scheißhaufen. Das wäre vielleicht wichtig. Hier könnten wir neben dem Kino noch so eine Statue zentral. Das würde vielleicht gehen. Dann haben wir hier noch diese Poster. Finde ich eigentlich ganz gut. Wir könnten... hier ist nicht genug Platz. Ich habe halt überall Wege. Fokelt. Hier, genau, wenn man so als Abschluss... der Wand... Da könnte es noch schön hin. Und in der Siedlung brauchen wir, glaube ich, noch ein paar Sachen. Wir können das ja mal weiterlaufen lassen. Wir haben ja noch keine Leute gekauft. Von daher alles gut. Zum Glück ist mir das rechtzeitig noch aufgefallen. Hier könnte sowas wie so ein Kiosk zum Beispiel hin. Was soll ich sagen? Ey, hier. Lokaler Einkaufskiosk. Da zum Beispiel. Und da zum Beispiel. Es gibt verschiedene Kioske, aber ich glaube, man kann das gar nicht unterscheiden, wie die aussehen. Hier hinten, so für die Mitarbeiter, was zum Essen. Oder wenn sie sich eine Zeitung holen wollen. So, was habe ich noch Schönes? Die Poster, die großen, ja, die könnte man noch aufstellen. Hier schön vor der Hauswand. Mittig. Dann haben die auch ein bisschen Schatten im Sommer. Und hier haben wir noch schön Platz. Ja, aber an der Schule eigentlich ganz wichtig. Dann können wir nämlich auch diese Schande hier so ein bisschen verdecken von diesen Abwassersachen und so. Gefällt mir. Aber wichtig ist, dass sie auf jeden Fall das hier und das priorisieren. Das wäre das Allerwichtigste. So, Stoff läuft rein. Treibstoff läuft rein. Strom... ist noch auf 42%. Also das braucht noch ein bisschen. Und hallo Lucky Luke. Welcome. Wir haben sogar ein bisschen Kies vorproduziert. Hä? Die Abwasserdinger hier sind fertig geworden endlich. Die Knoten sind da. Wir haben richtiges Wasser auch drin, durchaus. Wasser ist in den Häusern. Essen, Nahrung, Kleidung ist in den Häusern. Das heißt, es hängt nur noch von dem Stromkabel ab, dass wir die Innenstadt in Betrieb nehmen können. Und das 1965. So, was ist mir noch passiert? Das erste Auto ist liegen geblieben in der Pause. Das bedeutet, wir brauchen die Werkstatt. Jetzt ist so die Sache, hier ist ja Stoff drin. Bedeutet, an sich könnte ich ja von hier den Stoff nehmen, aber das hat ja keinen seitlichen Anschluss. Also kann ich den nicht hier abnehmen. Ich habe hier aber nicht genug Platz gelassen und den nicht da angeschlossen, warum auch immer ich das nicht gemacht habe. Sodass ich hier nicht mehr abgehen kann von. Bam, bam, bam. Okay. Ist ein kleines Problem, aber wir müssen unbedingt die Reparaturwerkstatt bauen. Da
Da kommen wir nicht drum herum. Und was wir noch brauchen, das habe ich nämlich auch vergessen, sind die technischen Dienste. Ich würde jetzt für den Start die kostenlosen technischen Dienste einfach mal hier mit hinpacken. Und zwar zweimal. Bis wir vielleicht hier zwischen, das wäre, ja eigentlich ist es hier perfekt. Hier kommt nichts mehr weiter hin. Andererseits ist hier Frischwasser. Weiß nicht, ob das so einen negativen Einfluss hätte. Auf jeden Fall würden da unsere Müllfahrzeuge hinkommen. Die sollen alles natürlich nach da bringen oder von da holen. Und von da wegbringen oder holen. Arbeitsbereich, sagen wir mal, 2 Kilometer. 3 Kilometer, okay. Müssen 3 Kilometer sein. Gut, ich könnte die auch verteilen. Müssten sie nicht so weit fahren. Dann holen wir hier 2 Kipper. Ich würde sagen, Müll ist gelb, nicht? Dann nehmen wir hier gelb. 2. Und dann machen wir 3. Und dann machen wir hier... Über Schneeflug brauchen wir nicht. Wassertank brauchen wir nicht. Hier noch von... Wie viel hat der? 5 Tonnen gemischter Müll. 6,5 Tonnen. 4 Tonnen. Ich finde den eigentlich besser. Aber den finde ich eigentlich auch stark. Aber der ist 8 Meter, der ist 7 Meter. Nein, komm, wir holen den hier. Den Klassiker. Kostet zwar mehr. Aber dann haben wir da Fahrzeuge. So. Jetzt habe ich die Stromleitung wieder weggehauen, nicht? Also... mir zu groß ist. Kann ich das minimieren? Ah, dann sicher nicht den Fortschritt. Hier wäre cool, wenn man dann den Fortschritt sehen könnte. Das hätte was. Aber dann könnte ich das echt hier oben so lassen. Ich würde sehen, ah, so viel Prozent. Gut, ich sehe es ja auch visuell, aber trotzdem. Gerade wenn man außerhalb des Bereiches ist, wäre das ganz praktisch. Okay, Tankstellen, Müllabfuhr haben wir. Wir haben hier Stoffanlieferungen. Wir haben hier Stoff, Kleidungsabholung und Kleidungsverkauf. Wir können den, sobald wir Kleidung haben, auch von hier die Kleidung von da holen lassen. Das wäre halt auch ein guter Faktor, der Einsparungen macht. Hat er gerade gesagt, es gab Müll? Nee. Ich habe nicht die letzte Meldung gesehen. Manchmal klicke ich die einfach weg und denke so, war das was Wichtiges? Das sah nach Stau aus. Krankenhaus, fehlen nur Mitarbeiter. Feuerwache, fehlen nur Mitarbeiter. Autos sind drin. Der erste Bus fährt Leute zur Arbeit. Dann würde ich sagen, kaufen wir uns noch ein paar Busse. Also noch einen, der nach links fährt. Dann brauchen wir einen kleinen, der nach rechts fährt. Da will ich jetzt nicht unbedingt den großen holen für 6.000, aber kleiner wäre nur der hier. Aber das ist, glaube ich, okay. Ja, dann nehmen wir den. Da auch 2. Dann lassen wir die im Abstand fahren. Dann müssen wir die erstmal zuordnen und dann brauchen wir noch einen für die Innenstadt, der die Leute hin und her fährt. Und wir brauchen hier eine Bushaltestelle. Das sehe ich jetzt schon. Können wir eigentlich schon vorsehen, sonst vergesse ich sie wieder. Windows-Meldung kann man wegklicken. Was für Windows-Meldung? Du meinst die hier? Ja, aber ich will ja die haben. Die will ich ja haben. Ich will sie ja gerade nicht wegklicken. Oh, ich baue die aber ran. Ja, so ist, glaube ich, gut. Aber warum wärst du da vorsichtig? Also ich hatte noch nie ein Problem damit, wenn ich eine Meldung weggeklickt habe. Also ich hatte bei vielen Sachen Probleme, aber das ist mir bis jetzt nicht aufgefallen. Okay. Ja, ja, so ist gut. Ja, so ist gut. Und
Ja, dann machen wir hier hinten, auch wenn es eigentlich unwichtig ist, trotzdem noch einen Weg hin. Falls wir nach rechts expandieren. Dann hätte das was. So. Schön, schön, schön. Dann habe ich da auch eine Bushaltestelle. Dann haben wir da eine, da eine, da eine, da eine. Ist vielleicht ein bisschen viel, aber dann ist es ein bisschen... Die sind ja nicht groß, nicht? Die nehmen nicht viel Platz weg. Das ist alles okay. PC-Fehlermeldung? Was für PC-Fehlermeldung? You're verwirring me! Okay. Ich beschleunige nochmal. Solange wir keine Leute haben, können wir das durchaus tun. Ich will das heute noch in Betrieb nehmen. Und das Kabel 94, 95, 96, 97, 98, 99. Es wählt Elektronik. Es wählt Elektronik. Das ist so kacke. Jetzt fehlt ein Gebäude ist abgebrannt. Was war das für ein Gebäude? Ich habe kein Abrissbüro. Aber das ist okay. Das ist kein wichtiges Gebäude da hinten. Das ist für die, dass die hier Strom hätten, glaube ich. Ah. Gut. Es muss ja auch mal brennen. Ich würde jetzt ein wichtiges Gebäude wie hier vorne wegbrennen, der Strom. Würde ich sagen, okay. Da müssen wir nochmal anfangen. Aber ich habe nun mal noch keine Feuerwehr. Aber wir brauchen jetzt ein Abrissbüro. Das Abrissbüro, das macht uns alle froh. Dann nehmen wir natürlich das Gratis-Abrissbüro und das... Ja, komm, das hauen wir jetzt hier zwischen. Und die sollen alles nach da liefern. Das macht sogar ein bisschen Geld. Und wir brauchen einen Bagger. Dann nehmen wir den hier. Wir brauchen einen Müllwagen für Bauschutt. Nehmen wir den weißen. Und wir brauchen, glaube ich, einen Bus für Arbeiter. Da würde ich aber sagen, nehmen wir einen kleinen. Kostet halt 7000, nicht? Den Cis-Bus. So. Und Arbeitsbereich 3,5 Kilometer. Damit ist, glaube ich, auch so ziemlich alles abgedeckt noch. Sehr gut. Und das würden sie abreißen und dann würde es wieder aufgebaut werden. Und ich glaube, das ist das Einzige, worauf wir jetzt noch warten. 1,1 Tonnen Elektronik. Und da ist er. Aber du lieferst doch Arbeiter, aber da... Achso, die Elektronik ist da. Okay, er liefert die Arbeiter. Oder holt sie dann. Sehr gut. Immerhin. Ja, es war ein bisschen blöd, nicht? Da waren ja Arbeiter drin, die 2 Tage nichts gemacht haben, weil er einfach keine Elektronik drin lag, weil nicht rechtzeitig die Elektronik hingebracht wurde. Ich finde, dieser Übergang zwischen den Bauphasen müsste das Spiel entweder berechnen, dass die Mitarbeiter auch nur noch geholt werden, die für zum Beispiel, wenn ich nur noch 2 Bautage habe, dann sollen auch nur 2 Mitarbeiter hinkommen, anstatt 200 Mitarbeiter, die eine Sekunde arbeiten und dann vielleicht schon das Fahrzeug für die nächste Phase losfahren lassen oder so. Also vielleicht, dass Mitarbeiter nur bis zum Abschluss kurz vor der Phase oder so notwendig sind. Also irgendwie ist das halt blöd. Man hat immer so eine Verlustrechnung mittendrin, die man eigentlich nicht haben müsste. Ja, das wurde schon oft in den Diskussionen, gerade in Steam auch, angemerkert. So, das heißt, wir haben jetzt hier überall Strom und Wasser. Niemand wohnt hier, ist das einzige Problem. Es gibt keine Verkäufer, benötigte Ärzte. Es gibt keinen Alkohol. Wir haben das Wichtigste fast vergessen. Den Alkohol. Okay.
Aber wir beladen uns hier mit Arbeitskräften, keine Gebildeten, und die wollen wir nach dort bringen und die wollen wir entladen. Zack. Und wir wollen aber nicht 100%, der kann 50 Leute, nicht? Und wir brauchen 15. 25 wären 50, dann wären 25, 12,5, machen wir 30. So, dann soll der 30 liefern, dann kommt der mit auf die Route, Abstand und starten. So, der eine fährt ja hier schon fleißig hin und her, obwohl er nichts transportiert. Der kriegt aber einen Kollegen dazu. Abstand, starten und die fahren hin und her. Das heißt, wir haben alles, was arbeiten muss, angeschlossen. Nein, das Wasserwerk nicht. Fürs Wasserwerk würde ich aber sagen, das ist so wichtig. Okay, manchmal buggt das hier. So wichtig, da brauchen wir eher kleine Busse. Und da können 5 Leute arbeiten, nicht? Ich nehme eigentlich immer den ganz gerne. Mit dem habe ich gute Erfahrungen. Und ich würde sagen, die werden voll fahren fürs Wasserwerk. Oh, die müssen alle einmal tanken. Was einfach super wichtig, dass da immer Leute hinkommen. Ne, wartet. Hier beladen, genau. Keine Gebildeten. Und hier entladen. So. Beim Gefängnis ist es genauso wichtig, nicht? Gefängnis und, Gefängnis und, Kraftwerk sind so wichtig. Genau, beim Wasserwerk geht's, weil man einen Zwischenspeicher hat, aber beim Gefängnis und beim Kraftwerk fehlt sowas wie Schichtarbeit. Das ist ein Problem. Aber jetzt hätten wir alles angeschlossen, jetzt brauchen wir einen Innenstadtbus. Ich würde sagen, dann nehme ich diesmal den hier als Innenstadtbus, nicht? 11 Meter... 9 Meter, 8 Meter, 11 Meter, 9 Meter. Der kann nur 40 Passagiere. Okay, das ist nicht so geil. Der kann hier 80. Kann nur 65, aber für die Innenstadt total top. Dann kaufen wir davon mal 3. Oh, die müssen einmal tanken fahren. Was? Noch ein Gebäude ist abgebrannt. Oh Mann, warum brennt denn hier jetzt alles? Bin noch nicht so weit. Wenigstens habe ich hier das Abrissbüro. Na gut, aber man muss auch sagen, es ist 1965 und ich habe es nicht hinbekommen, eine Feuerwehr zu haben. That's my problem, I would say. Genau. Und ich würde sagen, der Bus fährt von hier nach da. Nach dort. Ich glaube, ich lasse sie einfach im Kreis fahren. Nach dort, nach dort. Gucken uns die Route an. Auf der Seite ist richtig, auf der Seite fährt er falsch. Das ist schlecht. Ich habe eigentlich gedacht, ich lasse den so fahren. Der hätte auf der Seite sein müssen. Weil ich dachte, der fährt so zurück. Der von da, der von da. Gut, für den Anfang reicht es. Wir haben auch nicht unendlich Arbeiter, nicht wahr? Linienabstand, starten, starten, starten. Dann haben wir auch einen Innenstadtbus. Über die Station haben wir eh gesagt, hier dürfen nur Arbeiter warten. Genau, und wir können über die Linie ja auch nochmal sagen. Zack, zeig mir... die Linie. Die hier. Die Linie will ich. Und dann wollen wir an dem Busbahnhof nur Arbeiter ein- und aussteigen lassen. Und an den anderen können alle ein- und aussteigen. Wie sie lustig sind. So. Ich meine, das hier ist schon relativ wichtig, fertig zu werden.
Aber egal, falls ich jetzt was vergessen habe, dann ist es so. Dann kaufen wir jetzt Arbeitskräfte. Erstmal die Lehrer. 50. 60. Und der Rest Arbeiter. So, mal gucken. Genau, jetzt meckern die natürlich erstmal. Alles muss sich so ein bisschen einpendeln. Die ersten Leute laufen durch unsere Straßen. Freudige Erwartung zum Arbeiten. Der Brunnen floriert. Und ich würde sagen, hier machen wir noch eine schöne Rollbahn jetzt. Rollbahn, Fläche, genau. Schön, oder? Keine Bäume, einfach nur betoniertes Zeug. Später sieht es natürlich besser aus, wenn dann die Straßen doch mal vielleicht Bäume kriegen. Die setzen wir dann von Hand. Hier können wir auch nochmal einmal bis hier. Einmal bis hier. Das Krankenhaus vielleicht auch. Oh. Und das versiegeln wir natürlich auch hier bei der Feuerwehr. Schön. Schön zubetoniert. So muss es sein. Das ist ein Traum. Jetzt ist die Frage, reichen die Arbeiter überall? Wir haben den Alkohol vergessen. Ihr habt auch nichts gesagt. Das wichtigste Gut haben wir vergessen. Ups, Gesamtkapazität. Ich würde ihn wieder hier nehmen. Er gefällt mir einfach. Und bevor er jetzt weiterfährt, sagen wir, belade dich hier mit Alkohol. Entlade dich hier mit Alkohol. Und dann kann er direkt durchfahren. Ey. Normalerweise fährt er gleich weiter. ...492 Einwohner haben wir schon. Keine Kirche! Wir haben die Kirche vergessen. Weil die... Das mit den Kirchen... Ich gucke immer unten durch. Aber dadurch, dass die Kirchen keinen Punkt haben, tauchen die natürlich nicht auf. Aber wir haben ja hier einen super zentralen Punkt. Ich würde sagen, hier ist doch optimal, um eine schöne Kirche hinzuzimmern. Ja, Richtung Einkaufszentrum. Ah, geht nicht. Weil da ein Fußweg ist. I understand. So. Kriegt er natürlich eine hohe Priorität. Und das Ding da hinten wartet noch auf die Müllabfuhr. Na gut. Hier brauchen wir auch noch mal eine Kirche. Vielleicht hier hinter. So ein Turm. Ja, das gefällt mir. Die Idee. Das passt auch, glaube ich, ganz gut so rein zusammen. Zingi Zongi. Jetzt haben wir hier wieder das Problem, dass die nicht übereinstimmen sonst. Oder auch so nicht übereinstimmen. Es ist einfach die Pest. Wieder renaturieren, wenn möglich.
Aber wie konnte ich Kirche nur übersehen? Das ist mir schon so oft passiert. Aber jetzt haben wir es ja. Damit sollte hoffentlich alles behoben sein. Okay. Ah, das noch. Wegen dem Stromkabel. Ja, hier außen nicht, ist nicht ganz so wichtig. Aber wir sind immerhin auf einer Dschungelkarte und dann will man sich natürlich ein bisschen das Dschungelflair auch noch aufrechterhalten. So. Immer noch Abtransport von Müll. Arbeiten geht noch keiner. Weil alle noch nicht zufrieden sind. 52 Bürger ohne Trinkwasser. Ja, da geht der Hund nämlich in der Pfanne kaputt. Da geht das Problem los. Dadurch, dass sie kein Wasser haben, gehen sie jetzt nicht arbeiten. Okay, wir wollen Arbeiter. Und wir wollen sie dort entladen. Und bitte starten. Oh, das müssen wir jetzt eine Weile machen, bis hier genug drin ist und die anderen jetzt anfangen zu arbeiten. Ich dachte, die fangen ja schneller an zu arbeiten. Aber dadurch, dass wir die Kirchen vergessen haben, fangen die nicht an zu arbeiten. So. Kirche fehlt ihnen noch. Sportart fehlt ihnen noch. Das sollte aber passen eigentlich. Essen Fleisch. Elektronik essen Fleisch. Ah, die sind teilweise umgezogen, die Leute. Die beiden Häuser werden sich über Kinder nach und nach füllen. Ich hoffe, das reicht halt von der Arbeitermenge. Also hier können wir erstmal sagen, wir brauchen ja gar nicht so viel Arbeiter hier drin. So, 82 Kunden. Genau wie im Krankenhaus. Wir haben gar nicht so viel Kranke. Das reicht, wenn wir 13 behandeln können gerade. So. Noch schon mal genauso. Feuerwehr. Können viel weniger Leute rein. Das passt. Das ist okay. Hier. Wir brauchen nicht so viele Lehrer hier drin. Kindergarten. Reicht am Anfang auch die Menge. Ah, nur die Kinder haben von dem Spielplatz Sporteinfluss. Okay, das heißt, hier muss auch noch ein Kinderspielplatz hin. Das ist aber nicht schlecht. Und ich sehe gerade, was wir noch machen können. Wir können die Straße mal für die so ziehen. Ja, vielleicht erst den Spielplatz bauen. Der Spielplatz ist eine... auch an einer doofen Stelle. Der hätte ruhig einen eigenen Punkt verdient. Genau, schön neben dem Müllplatz. Da macht sich's doch gerne jemand gemütlich. So, dann würde ich nämlich sagen, gehen wir da ran. Dann kriegen die hier auch Sportgenuss. Die hier auch. Und wenn das nicht reicht, können wir ja hier noch mehr Sport hinmachen. Aber eigentlich ist hier
62 können hier rein, 18 hier rein, 29 hier rein. Theoretisch müsste das reichen. Von der Menge. Wir haben sogar eine Feuerwehr jetzt. Das heißt, es sollte nichts mehr abbrennen. Alles müsste auch im Radius liegen. Außer das Zollhaus. Okay. Und die da hinten nicht. Oh. Ach so, weil die Straße... Ja, okay. Weil wir keine Straßenverbindung dazwischen haben. Wenn es brennt, muss ich hier kurz eine Straßenverbindung bauen. Das ist okay. Damit kann ich leben. Ich würde sagen, ein halbwegs guter Start. Reicht das jetzt hier mit dem Wasser? Also jetzt ist Wasser voll. Wo ist der Bus? Da. Okay, er bringt nochmal Arbeiter. Ist okay. Ja, und jetzt fehlt nur noch die Kirche. Aber ich glaube, wir brauchen mehr Arbeiter. Um alles zu abdecken, dass wir hier eine positive Bilanz bekommen. Bisher sehe ich aber noch keine Arbeiter irgendwo rumstehen und transportiert werden. Das heißt, die wollen auch noch nicht arbeiten. Aber immerhin gehen sie hier rein arbeiten. Aber anscheinend reicht es nicht, um zusätzliche Arbeitskräfte zu kriegen. Machen wir es halt so. Vielleicht reicht das ja. 8 Feuerwehrleute reichen. Das hier, 8 Leute. Okay, machen wir eins mehr. Und ich würde sagen, wir haben noch ein gutes Grundsystem. 15 Arbeiter, 14. Nee, komm. 17, 16 Arbeiter? 16 Arbeiter ist gut. Ich würde sagen, das ist ein gutes System. Die Folge ist vorbei. Wir sehen uns beim nächsten Mal und hoffentlich klappt alles. Bis dann.